Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Video. Nach lang ersehnter Zeit kommt endlich das Miitopia Best of. Es hat ein bisschen lange gedauert, das zu schneiden, weil ich mich durch 25 Stunden Videomaterial durchprügeln musste. Aber ihr habt jetzt endlich das Best of. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und jetzt viel Spaß beim Best of. Der dunkle Fürst. Ja, das ist der böse Typ, der uns das ganze Spiel über mobben will. Und für den habe ich mir schon ein Mii überlegt. Nämlich einen meiner alten Kollegen, der heutzutage zwar nicht mehr mitmacht, aber er darf trotzdem der Böse sein. Das Gesicht passt doch einfach perfekt. Der gute alte Soul, der darf der dunkle Fürst sein, weil das Gesicht einfach hundertprozentig zu diesem finsteren Typen passt. Das passt einfach, ja. Wie sagt die Mutter? Oh je, Mina. Ja, komm, mein armes Mäuschen. Keine Panik, keine Panik, keine Panik. Ich versuche den ganzen Text, natürlich das ganze LP über vorzulesen. Oh, Abenteuer, ich flehe dich an. Bitte, bitte hilf meinem Görkan. Hilf dir selbst. Ich habe wohl zu viel verlangt. Tut mir leid. Görkan. Das soll jetzt nur aus dir werden. Oh Gott, nee, ich hab's doch nicht so gemeint. Natürlich helfe ich deinem Kind, um Gottes Willen. Ob das Gesicht von Fadian hier irgendwo ist? Es müsste an irgendeinem Monster kleben, richtig? Wer weiß? Leute, das Face, was ich hier schon wieder hab, ne? Ich lach mich schlapp. Lass uns weiter suchen. Hoffentlich findet es uns nicht zuerst. Ich finde das Spiel jetzt schon gut. Brauche Futter. Ich habe letzte Nacht nicht gut geschlafen. Oh nein, was war denn los? Du redest im Schlaf ziemlich laut sogar. Tue ich das? Oh je, das tut mir leid. Du hast darum gesagt, genau nach Plan. Oh, das ist so peinlich. Scheiße, er hat meinen Plan herausgefunden. Friendship! Und was kriegen wir jetzt dafür? Ach, oh Gott, Yannick. Ist ja gut, du kannst das immer für dich haben. Angeben gelernt. Füge Feind extra Schaden zu und beeindrucke damit Freunde. Yannick muss mich doch nicht so creepy angucken. Und wir gehen in ein Café. Also im Gespräch. So langsam sollten wir uns auf den Rückweg machen. Huch! Wir haben doch noch gar nichts bestellt. Und du willst schon nach Hause gehen, Yannick. Lass uns doch erstmal was bestellen. Also wirklich? Yannick, wo guckst du denn hin? Erster Beistand. Warnen. Vorsicht! Hä? Sag mal, wofür warne ich dich? Die Macht des Horrors. HP-Streuer aktiviert. Benutze dieses mysteriöse Streuer. Ja, wahrscheinlich wieder MP-Streuer nur für HP, ne? Weil ich jetzt genügend Schaden gefressen habe. Also ich wusste, dass es diese beiden Streuer gibt. Durch die Videos, die ich geguckt habe. Mann, Yannick, wofür warne ich dich eigentlich? Weißt du, Dave ist angekommen und trägt wieder einen neuen Dolch. Ja, hier, gönn dir. Sag mal, Dave? Du kommst an, willst einen Dolch und dann kaufst du dir eine HP-Banane? Was soll denn das? Ja, dann kaufe ich mir halt eine Leinenrobe, wenn du dein Deutsch nicht haben willst. Siehst du, ich kaufe mein Zeug wenigstens. Gehen wir beide in ein Café. Janik hat letztes Mal vergessen zu bestellen, aber ich denke mal, du bist nicht so. Ich will einfach nur die Aussicht genießen. Die beiden schwelgen in Erinnerung. Wir haben doch noch gar nichts erlebt. Ich glaube, Dave muss aufs Klo. Dave, alles in Ordnung? Ich heiz nicht mehr aus. Toilettenpause. Toller Ausflug. Kannibalität. Das Spiel ist ja jetzt schon lustig. Ich weiß nicht, was ich da jetzt machen soll, ne? Beliebtheit, was habe ich denn für euch? Wisst ihr was, ihr werdet einfach alle tot. Das Pilzkönigreich hat sich verlagert, Leute. Einmal nur tot machen. Auch gut. Ich habe sie noch nicht mal getroffen.
wie der große weiße Kai wohl ist. Gute Sprüche hat er jedenfalls drauf. Jetzt ist Schluss mit deinen Missetaten. Dafür werde ich sorgen. Wir sind Fanboys von Kai. Wir zu dunkel für Soul konnten nicht dagegen anstinken. Ey, cool! Wir sind wirklich Fanboys. Oh! Dave hat Schluck auf. So, was macht Yannick? Erschrecken oder lieberlich? Erschrecken. Oh nein! Dave ist auf die Fresse geflogen. Oh! Ach, Yannick. Was tust du dem armen Dave nur an? Tolles Wetter für ein neues Abenteuer. Ja, das Wetter ist echt spitze. Also, wohin wollen wir als erstes gehen? Nach Hause! Oh, I feel you, Shining. I feel you. Was? Hör mal, wir sind auf Abenteuer. Weißt du, wir sind gerade erst auf Abenteuer losgezählt. Ich will nach Hause. Friendship. Hi, er hat sich uns angeschlossen. Yay! Je mehr im Team, desto besser. Wir werden uns bestimmt prächtig verstehen. Dann werden wir nun also zu viert. Unsere Reise fußt auf einem wahrlich bedeutsamen Ziel. Wir stellen uns der Gefahr und fordern die dunklen Fürsten heraus. Denn nur so können wir Mythopia die Freiheit zurückgeben. Dies wird gewiss eine beschwerliche Reise. Volle Widrigkeiten schlafen die gerade alle ein. Die sind alle eingeschlafen! Demgemäß ist es ein Segen, dass wir nun zu viert sind und somit in... Du, Shining. Können wir nicht langsam mal was essen? Ja, dann auf harmonische Hintern in Hülle und Fülle. Das hat unser Koch Akaya extra zubereitet. Also essen wir, anstatt dass ich sie alle zulabere. So, Akaya kommt zu mir in den Raum. Akaya, magst du wenigstens den Kobold schinken? Oder hast du wirklich unsere ganze Gruppe? Alter! Unsere ganze Gruppe muss kotzen, wenn er Kobold schinken sieht. Das ist so ein schlechter Witz. Vor allen Dingen, ich und Akaya hassen ihn besonders. Ja, sorry, aber der muss weg. Das Buch, das du da liest, ist das spannend? Oh ja, gefällt mir richtig gut bisher. Magst du mir was daraus vorlesen? Wenn du möchtest, es war einmal vor langer, langer Zeit. Lange bevor es anfangs überhaupt gab. Da lebt im düsteren Tickich des Wirrwalds ein einsamer Elf. Dave ist halt instant eingeschlafen. Der wollte der Geschichte nicht zuhören. Ich hätte es lustig gefunden, hätte er hier noch weiter geschlafen. Oha! Dave hat eine mysteriöse Flasche gefunden. Nö! Dave hat die Flasche weggeworfen. Prüf doch wenigstens, was da drin ist, Dave. Ich bin am Verhungern. Und ich erst. Schmeckt. Was zu essen? Shining, hast du auch was für uns? Was? Oh nein, ich tue nur so, als würde ich essen. Was? Wie? Wenn ich lang genug so tue, denkt mein Magen bestimmt, er wäre voll. Das klingt so nach mir. Das ist das Traurigste, was ich je gehört habe, Shining. Hoffentlich schaffen wir es noch bis zum nächsten Gasthaus. Das klingt so hart nach mir. Ich glaube, ich spiele einmal im Schnuck-Omat und versuche, über 2000 zu bekommen. Aber wir brauchen echt Geld. Stein! Gewonnen! Gut gemacht, Dave! Ja, wir spielen noch eine Runde. Ich versuche mindestens auf 2000 zu kommen. Papier! Wieder gewonnen! Mann, bin ich lucky. Schere! Scheiße. Nein! Ja, komm. Einmal versuchen wir es noch, dann nehmen wir aber auch die 1000. Okay, ich lasse es bleiben. Man verliert hier nur. Und mein nächster Trick. Ich werde jetzt Yannick imitieren. Was? Okay. Fast wie echt. Ja, das ist ein freundliches Event, das finde ich schön. Jetzt sind wir endlich flüchtig bekannt und können voreinander angeben. Hat jemand meinen Namen gesagt? So, dann gehen wir beide nochmal ins Kino, Akaya. Wir wollten doch schon lange mal einen Film gucken von Steven Spielberg. Und ich schlafe natürlich direkt ein. Hä? Shining schläft ja. Du, der Film fängt an.
Ja. Ich verschlafe den ganzen Film. Das ist mir tatsächlich einmal passiert, dass ich in einem Film eingeschlafen bin. Also wenn ich mit einer Familie gucken wollte, dann einfach direkt so. Oh, was für ein Finale. Schläfst du etwa immer noch? Ich habe einfach den ganzen Film geschlafen. Oh, wieder in das Flaschen-Event. Da steckt ein Zettel drin, eine Flaschenpost. Nun mach sie schon auf. Vielleicht ist es eine Schatzkarte. Wie spannend! Hier könnte ihre Werbung stehen. Jetzt wird auch schon so Werbung gemacht, also wirklich. Oh, die haben Spaß am Strand. Ah! Voll erwischt. Die spritzen sich gegenseitig nass. Und gucken sich böse an. Wasserschlacht! Und kaputt von der Schlacht. Wer hat die jetzt gewonnen? Ich glaube, keiner von beiden. Och, Dave! Oh, da kann ich auf keinen Fall Nein sagen. Er will ein Küken werden. Ja, bitte kauf es auch. Ja, da kann man doch nicht Nein sagen. Na, Küken, Dave! Reicht für den Einsatz. Wir haben sehr viel zum Futtern da. Zum einen Käsekuchen. HPMP. Ich probiere es als erster. Hochzufrieden. Ich habe gehört, ich habe keine Freunde. Na gut, eigentlich Yannick auch. Der ist auch hochzufrieden. Oh, eine Anzugrobe. Die sieht aus wie eine der Roben von Harry Potter. Ich bin bereit, nach Hogwarts zu ziehen. Die ist sogar standardmäßig im Blau. Na, meine Top-Soldaten, wie geht's euch? Na, Shining, was siehst du da? Willkommen, Abenteurer. Und da haben wir unseren König Rafe. Ich finde das Theme gerade im Hintergrund auch richtig gut. HP-Bananen sind sowas von lecker. Die sind so schön weich. Die sind süß und doch nicht zu süß. Könnt ihr eine ganze Badewanne voller HP-Bananen verputzen. Was haben die alle nur mit ihren Bananen? Erste Entspanntaktion. In Deckung gehen. Hey, was machst du denn da? Yannick! Was soll das denn? Masakai ja noch wütend. Also wirklich, versteckt er sich einfach hinter Akaya? Was soll denn das denn? Sag mal, können wir diesen Drecksmaulwurf auch mal irgendwann treffen? Der hat so wenig Leben. Geht doch. Oh, HP und Angriff. Ja, guten Appetit, Yannick. Irgendwann finde ich, was das dir schmeckt. Was macht Dave da? Dave, was machst du? Warum gucke ich so komisch? Wir haben offenbar einfach Spaß. Es wird dunkel. Langsam Zeit zum Schlafen. Oh, wir campen. Auch mal was Neues. Es ist zu gefährlich, wenn alle zugleich schlafen. Jemand muss aufbleiben und wach halten. Wer will den wach halten? Wer schätzt das vielleicht mal zur Abwechslung entscheiden, wenn hier schon so viele drin sind? Yannick will. Dann bleib ich wohl mal auf. Yannick sieht müde aus. Ja, Yannick, du regelst. Du bist eingeschlafen, glaube ich. Und dann kam der Morgen. Nur noch 5 Minuten. Yannick schläft. Ich wusste es!
Mann, Yannick! Was für einen Film sehen wir uns eigentlich an? Ein Horrorfilm. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Wir sehen sehr glücklich aus. Können wir uns bitte nicht so umarmen? Ruhe im Kinosaal! Die anderen beschweren sich schon über uns, Yannick. Ich finde diese Aktion immer richtig lustig. Wie magst du eigentlich ganz besonders? Was? Das verrate ich doch nicht. Was? Sag schon. Was? Niemals. Na gut, dann ich. Puh. Fast hätte Yannick es herausgefunden. Ich kann auch nicht sagen, wen ich am liebsten habe. Hm? Oh Gottes Willen, was ist denn hier passiert? Oh! Das war nur ein Traum. Yannick hat aus Versehen ein Nickerchen gemacht. Wie macht man aus Versehen ein Nickerchen? Wir haben heute richtig viel Zeit. Ich denke, es ist Zeit für einen neuen Look. Hä? Bin gleich wieder da. Okay, Akaya, bin gespannt. Tada! Um Gottes Willen! Was hast du dir denn da angetan? Man erkennt dich kaum wieder. Ja, das würde ich wirklich sagen. Das ist meine Friese. Zack. Welch glücklicher Moment. Okay, ich spule mal ein bisschen. Na, da pustet ein bisschen Dave, ne? Hä? Wir gucken alle sehr lustig. Unser Gesicht ist zurück. Das königliche Antlitz ist wiederhergestellt. Danke, danke, danke. Hier ein Zeichen königlicher Dankbarkeit. 1500 Gold. Preise den König. Er ist großzügig. Er gibt mir Geld. Jetzt muss ich nicht mal in der Gosse schlafen. Auf den Schrecken haben wir uns eine kleine Verstärkung verdient. Motz, motz. Ich was ab? Mit dem dunklen Fürsten Sol ist sicher nicht zu spaßen. Solange er sein Unwesen treibt, werden wir nicht zur Ruhe kommen. Geh und warn die Prinzessin. Wir werden inzwischen Njom Njom. Oh, wir treffen jetzt endlich die Prinzessin. Ich werde so einen Lachkrampf kriegen. Hallo, Prinzessin. Hm? Hallo, Prinzessin Sven. Hallo, Sven. Na, du bist aber eine gute Prinzessin. Sherpa, wo bist du? Ah, da ist Sherpa. Ich muss keine Angst haben. Gurka, wo bist du? Lass mich in Ruhe. Diese Stimme. So, hilf mir doch jemand. Ich muss gerade übrigens nicht beschleunigen, dass er so ausrastet, der liebe Sherpa, ne? Ich muss etwas tun. Hier! Lasst ihn in Frieden! Gib Sherpa! Das war schön, dich gekannt zu haben. Autsch! Und die Date ist auf Sherpas Niederlage. Der arme Sherpa. Mir ist langweilig. Das ist der perfekte Zeitpunkt für einen neuen Look. Naja, ich weiß nicht, ob das Pferd wirklich darauf reagiert, Yannick. Tada! Um Gottes Willen, Yannick! Was hast du denn dabei gedacht? Das Pferd weiß auch nicht, was es sagen soll. Aber steht dir, Yannick? Ich werde gesucht. Hilfe.
Ah, dieser Berg ist zu viel für mich. Meine Beine geben bald den Geist auf. Und du willst ein echter Held sein? Ich könnte ohne Probleme stundenlang weiterlaufen. Okay, kannst du noch? Woher soll ich dich Huckepack nehmen? Oh ja, bitte, bitte, bitte! Oh, mich auch. Du hast doch gerade gesagt, du könntest noch stundenlang weiterlaufen. Dave will lieber getragen werden, als selber zu laufen. Bist du müde, Epona? Ich auch. Oh, die kuscheln. Epona, du bist so ein braves Pferd und so schön warm. Wann hab ich mich da reingeschlichen? Ich wollte wohl auch. Wann ist das denn passiert? Schleich mich einfach rein und will mit dem Pferd kuscheln. Janni, du kriegst keine Privatsphäre. Und mein nächster Trick, ich werde jetzt Dave imitieren. Was? Bin ich ehrlich? Fast wie echt. Hat da jemand meinen Namen gesagt? Oh Gott, Dave, wie du durchs Fenster guckst. Wo könnte Prinz McStream bloß stecken? Die Luft hier oben ist so unerträglich dünn. Können wir nicht einfach umkehren? Klar, überlassen wir den Prinzen seinem Schicksal. Was? Na gut, ich halte noch ein bisschen durch. Das ist die richtige Einstellung. Ja, ich muss Dave... Dave, Janik auch immer motivieren. Interessiert Dave offenbar nicht, was Akaya ihm Wichtiges sagen muss. Oh, mal was Neues. Dave zieht sich einfach. Akaya hat was angebissen. Dave, Hilfe! Schlechter Zeitpunkt. Ach, der ist pinkeln gegangen. Ist es ein Horrorfilm mal wieder? Ein Mystery-Thriller. Hä? Beide verwirrt. Hä? Ein sehr interessanter Film offenbar. Ah, jetzt ergibt alles einen Sinn. Hm? Was genau ergibt einen Sinn? Das Geheimnis, das am Ende gelüftet wurde. Welches Geheimnis? Dave hat einfach gar nichts vom Film verstanden. Perfekt! Du, Dave? Hm? Diese Dinger, mit denen wir das Pferd steuern, wie heißen die nochmal? Zügel! Das sind Zügel! Sowas sollte man aber wissen. Oh, wirklich? Und was ist mit dem Teil, wo man drauf sitzt? Sattel. Ich glaube, es geht los. Das ist der Sattel! Eigentlich müsste ich hier sitzen. Wieder was gelernt. Und der Teil vom Pferd, der das Klappe, die Klapp macht? Das, sind natürlich die Zehennägel. Die korrekte Antwort wäre Hufe gewesen. Gut gemacht, Dave! Es will einfach nichts anbeißen. Nicht mal ein Silberfischchen. Och, Janik, nicht einschlafen. Wollen wir aufbrechen? Und jetzt beißt was an. Moment mal, da fehlt ja der Köder. Ups. Ich dachte, man angelt ohne Köder. Wow, so viele Bücher. Die muss ich alle lesen. Na, viel Erfolg. Oh Gott, Janik ist schon ein alter Mann geworden. Warte mal, wieso ist Janik so schnell gealtert? Wie viel hast du denn bitte gelesen? Ja, er hat doch gesagt, er wollte die ganze Bücherei lesen, Dave. Aber wie schnell Janik gealtert ist. So, letztes Mal habe ich Explosion bekommen und kam nicht dazu, es einzusetzen. Also, let's go. Neue Technik, Explosion. Janik, hilft mir. Oh, die sind wahrscheinlich RIP, oder? Die sind RIP. Okay. Ich bin OP. Nice. Ja, di da, di da, du, di, 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 di
Habe ich mir selbst ausgedacht. Geht direkt ins Ohr, nicht? Also irgendwoher kommt mir das bekannt vor. Kann gar nicht sein, ich kupfere doch nie ab. Ah, ich hab's, das hört sich an, so an wie das nächtliche Gekreich eines Kobolds. Du hast keinen Sinn für hohe Kunst. Okay, Akaya mag es nicht, wenn Yannick singt. Oh, diesmal darf Yannick graben. Los, grab! Jetzt nichts gefunden. Was? Er hat einfach aufgegeben. Okay, dann halt nicht. Ja, wir haben gewonnen. Kein leichter Sieg. Nur gut, dass ich so ein gewandter Kämpfer bin. Du hast die Gegner nur beleidigt, Schmirko. Boah, wir sind alle sauer auf ihn. Oh, ich kann das Schloss sehen. Prinzessin Sven. Dein geliebter Prinz Schmirko wird weiter an deiner Seite sein. Du magst doch bestimmt irgendwen. Sag schon, wer ist es denn? Ach, das Event schon wieder. Was? Das verrate ich doch nicht. Ach, sag schon. Ich sag dir auch, auf wen ich stehe. Ha, glaubst du, das interessiert mich? Eiskalt, Yannick. Neue Technik. Wirbelwind. Oh, das sieht richtig geil aus. Bitte mach das öfter. Das sah richtig cool aus. Hat aber kaum Schaden gemacht. Und ich krieg Hilfe beim Blitz. Tschüss. Shining hört Aripona aufmerksam zu. Oh, so viele Äpfel hast du gegessen? Dave, was wird das? Was? Echt jetzt? Oh nein, Shining hat sie nicht mehr alle. Dave hält mir schon für bekloppt. Nun, wo ist Prinz Schmirko? Ich war wirklich ein Pechvogel. Aha. Ich habe ihnen erzählt, dass ich den Prinz Schmirko offenbar unterwegs gegessen habe. Du bist wohlbehalten zurückgekehrt. Großartig. Hier ist deine Belohnung. 800 Gold. Darf ich dich heiraten? Ich will noch mehr Geld. Okay, und irgendwas will die Prinzessin. Ich hab mich reingeschlichen. Och, Feidi, was machst du denn? Prinzessin Sven! Ich bin dein geliebter Prinz Schmirko. Du! Du Widerling! Was machst du über Prinzessin Sven? Warum machst du denn hier so einen Wind? Na, warum wohl? Ich bin mit der Prinzessin verlobt. Sie ist mit einem Ekel wie dir verlobt? Das lasse ich nicht zu. Und das sagst du mir ins Gesicht. Die beiden haben Krieg. Oh Gott! Wie sehr Schmirko gerade schielt, ne? Guckt euch das mal an. Bitte hört auf. Aufhören, ihr beide. Was um alles in der Welt ist hier eigentlich los? Sag bloß, wir haben uns verlaufen. Was? Nein, Quatsch. Wir sind, also, ja, wir haben uns verlaufen. Ach, das macht doch nichts. Das passiert uns doch ständig. Ach, wir gehen einfach in irgendeine Richtung und sehen, wo uns das hinführt. Ihr habt vielleicht Nerven. Auch ein tolles Event. Und Gasthaus. Oh Gott! Die Marsmi-Falle hat Yannick gefressen! Holen wir ihn da raus! So hell hier draußen! Yannick ist sauer, weil er da drin war. Mir ist da so ein Gedanke gekommen, wenn jeder von der Frombeere äße. Meinst du, dadurch würden alle Ängste und Sorgen dieser Welt verschwinden? Hm? Wie kommst du denn jetzt auf sowas? Na, ich dachte mir, wenn wir wirklich die Frombeere finden, dann könnten wir sie doch anbauen und alle dazu bringen, davon zu essen. Ruckzuck werden alle ganz zahm und wir könnten die Weltherrschaft übernehmen. Jetzt wisst ihr, wie ich die Weltherrschaft übernehmen will. Was? Sag doch nicht sowas, du machst mir Angst. War nur ein Scherz. Ja, nicht lustig. Auf solche Blödsinn kann ich verzichten.
Der Scherz hat Yannick nicht gefallen. Ich werde dich hypnotisieren. Das Pferd redet! Was? Yannick, du wirst müde. So müde. Siehst du, Dave, ich bin nicht verrückt, das Pferd kann reden. Hm? Puh, war nur ein Traum. Hört das Herz von Dave in Dunkelheit. Ich bleibe einer der Guten. Mein Herz kann nicht in Dunkelheit gehüllt werden. Oh, Vorsicht, mitten im Reitangriff. 97! Akaya! Okay, Akaya wollte mal kurz übertreiben. Möchte unartig sein. Dave stellt ein Bein. Stellst du ihm einfach ein Bein? Oh, jetzt ist Yannick auch böse. Hä? Das Licht ist ausgegangen. Dave steckt im Dunkeln. Ich habe jetzt das Licht ausgemacht. Wo sind denn alle hin? Nach links oder nach rechts gehen? Nach rechts? Hallo, ist da wer? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Yay! Es war einfach nur eine Überraschungsparty für dich. Wir haben sogar ein Geschenk für ihn. Ein Törtchen erhalten. War heute überhaupt mein Geburtstag? Wenigstens hat er ein Törtchen für seinen Geburtstag bekommen. Okay, er kann kaum die Augen offen halten. Ebona ist eingeschlafen? Nein, du bist eingeschlafen. Sekunde mal, neue Technik. Riesenwaffe. Oh, ich setze die endlich mal ein. Oh Gott, der Riesendolch. Hat er dem einfach durchs Gesicht gezogen. So, rasier endlich Dave. Ja, er hat endlich alle mal so gekillt. Nice. Die ganze Zeit warte ich schon darauf. Und endlich hat er es getan. Hm. Irgendwas im Gesicht oder so? Ja. Da krabbelt ein ekliger Riesenkäfer auf deine Schulter rum. Dave hat mich umgerannt. Hätte ich den Käfer doch nicht erwähnen sollen? Wieder mein Geschenk für Yannick. Ich halte es immer sehr lässig hin. Ein Stück Seife. Jetzt kannst du dich für mich bücken. Ja, Dave hat es gesehen. Immer nur Yannick, das ist nicht mehr. Yeah. Oh. Beidi. Einmal tief durchatmen. Prinzessin Sven, ich werde dich retten. Für die, die es jetzt bis jetzt nicht mitbekommen haben, Sven hat sein Gesicht verloren. Es wurde gestohlen. Oh, Feidi zieht in den Kampf. General Sven. Einfach so einen Gorilla. Gib das Gesicht der Prinzessin zurück. Null Schaden. Welch Schönheit. Null Schaden, ohne Wirkung. Unbegreiflich, dass mich der dunkle Fürst mit solch einem Gesicht beglückt. Gib mir sofort zurück! Dieses Gesicht gehört nur mir. Ich werde es niemals erkennen. Ja! Das kriegst du niemals zurück. Ins Gesicht geschlagen. Instant K.O. Heidi wurde besiegt. Aber er hat's versucht. Und Sven Dance dafür. So, jetzt kommen wir. Ja, das Gesicht kehrt zur Prinzessin zurück. Ich bin so froh. Vielen Dank. Ich bin so froh, mein Gesicht wieder zu haben. Ihr habt unsere geliebte Tochter gerettet. Eine Belohnung ist das Mindeste, was ihr euch verdient habt. Ich biete dir nochmal meinen Heiratsantrag an, ne? Auch du hast uns sehr beeindruckt, Feidi. Warum leckt das eigentlich gerade so?
Aber Euer Majestät, ich habe gar nichts bewirkt. Unfug, mein Junge! Wir haben noch gesehen, wie du zur Rettung der Prinzessin fortgeeilt bist. Deine noble Tat war eines Prinzen mehr als würdig. Deshalb gestatten wir dir, von nun an der Prinzessin den Hof zu machen. Und Dave weint. Warum sitzt mir auf Dave, also den König, drauf? Prinz Schmirko hingegen. Er hat sich einfach nur als erbärmlich erwiesen. Mum, mum, mum. Mami! Na, Sven? Streiche den Feidi. Ich bin am liebsten, wenn Feidi bei mir ist. Ich werde die Prinzessin beschützen. Ich weiß nicht wieso, aber jedes Mal, wenn ich Sven sehe, muss ich lachen. Neue Technik, scharfe Speise. Oh, die setzt er endlich mal ein. Hau rein! Scharf! Dave hat's nicht gefallen. Aber er hat den Geist gefragt. Oh, die angeln zusammen. Und eine Karotte für Epona. Warum war da eine Karotte? Ja, das war ihm ja auch. Wo kommt denn die Karotte her? Und schwupps, weg ist sie. Ja, Sunny, was hast du denn gedacht? Natürlich, Fris Epona ist sofort weg. Sunny, was machst du da? Keine gute Idee. Lass mich halt. Bitte fall rein. Ich sag's jedes Mal irgendwie, aber ich will es einfach mal sehen. Wie irgendwie ins Wasser fällt. Wieso mache ich jetzt mit? Das muss ich nicht verstehen, ne? Warum ich jetzt auf einmal mitgemacht habe. Hey, lass mich doch auch mal rudern. Also gut, rudern wir zusammen. Bitte in verschiedene Richtungen. Das klappt irgendwie überhaupt nicht. Einer hat Spaß, der andere nicht. Ja, so mag ich das. Weh, das ist jetzt eine Romanze. Was gucken wir da? Dass ich direkt von Anfang an knatsche. Alles in Ordnung, Shining? Das ist alles so ergreifend. Könnte ich aber auch im Kino sein, ne, Sunny? Also bei dem einen oder anderen Film? Also, ich versuche mich ja da immer sehr reinzuversetzen. Das ist doch bloß die Werbung. Vor allem das Gesicht, das du ziehst. Wieso knatsch ich wegen der Werbung? Zur Schlafenszeit sollten wir schön leise sein. Ich schnarche ganz bestimmt nicht. Witzige Geräusche in der Nacht sollten wir ignorieren. Moment, was? Wenn uns jemand nachts ins Ohr flüstert, dann sollten wir auf keinen Fall nachsehen, wer es ist. Oh Gott, Exos will Sunny vergewaltigen. Kann ich mit irgendwem das Zimmer tauschen? Oh Gott, unser Priester will sich an dem Dämon vergehen. Oder will ihn exorzieren. Okay, Sunny. Du hast jetzt so ein cooles Outfit bekommen, da willst du das? Okay, Sunny. Ist gegönnt. Ich sag mal nichts dazu. Oh, der Schädelpiekser sieht auch nice aus, aber ich kann ihn dir nicht kaufen. Bade wie Nuckelflächen. Wo brauchst du denn Nuckelflächen? Na gut, dann sind wir wenigstens fair. Padde hat was bekommen. Und kriegt direkt noch sein Nuckelfläschchen. Tut mir leid, Sunny. Aber das Nuckelfläschchen, das ist einfach wichtiger. Ja, brauchst du dein Nuckelfläschchen? Ne, Padde? Ohne dein Fläschchen kommst du nicht aus. Ich finde das Design hier richtig toll. Und mal kriegen wir erstmal den Pinguinstalar. Der sieht nice aus. Für wen ist der? Für den Priester, oder? Ja, für den Priester. Mein Priester ist zum Pinguin geworden. Nice. Ich bin total erschöpft.
Können wir nicht mal eine Pause machen? Nix da. Meine Oma sagt immer, machst du zu oft Ruhe, wirst du bald zur Kuh. Oh Gott, ich höre eine Kuh. Was war das? Siehst du, da geht's schon los. Das weiß ich nicht. Und was ist das überhaupt für ein blödes Sprichwort? Die Kuh wird aggressiver. Das Kopf wird irgendwo da hinten. Oh Gott, wir werden alle zu kühn. Hey, hör mal zu. Was ist denn? Ich habe neulich etwas über Patte gehört. Er sagte mir, er streamt um 20 Uhr. Aber dann streamt er doch nicht. Was ist das etwa wirklich wahr? Es scheint so. Das hätte ich ja nie von ihm gedacht. Da kann man mal wieder sehen. Sorry, Patte. Als hätte jemand mal gesagt, oh Gott, wie du da reinguckst. Der hat ja richtig viel Gold, der von Akadari. Haben sie ihr Merch gut verkauft. Was guckst du so? Ich muss deinen Namen aufsagen, ne? Gib diese Schätze zurück. Der war gut. Hör mal, mir gehört die ganze Wüste. Jetzt gehören diese Schätze auch mir. Jetzt verzieh dich. Gut, du hast es nicht anders gewollt. Oh nein, die Lampe. Du kannst gar nicht wissen, wie sie funktioniert. So, sagst du den Bandspruch auf? Oh Gott, ich muss den eingeben. Einen Moment. Akadari! Was? Woher wusstest du das? Akadari! Das klingt jetzt wirklich wie ein Spannspruch. Moment, Moment, langsam! Akadari! Ich gebe alle Schätze zurück, wirklich alle! Bitte, ich flehe dich an! Niemals! Akadari! Verschone mich! Niemals! Aufhören! Ich glaube, ich kann ihn nicht einsperren, oder? Ich versuch's noch einmal. Moment, 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 langsam. Akadari! Ja, das wiederholt sich einfach nur. Exoskampfer, jetzt kaum noch klar denken. Oh! Epona schläft! Holen wir uns gemeinsam aus. Das war ein Kaktus. Wie kannst du den Polen mit einem Kaktus verwechseln? Es war ein Kaktus. Und Epona guckt ihn noch verdutzt an. Exos, was machst du denn? Was für einen Film sehen wir uns eigentlich an? Ein mit Überlänge. Muss das sein? Scheint ein sehr interessanter Film zu sein. Wir sind alle alte Opas geworden. Endlich vorbei. Der Film war echt lang. Sunny ist eingeschlafen. War bloß ein Traum. Tja, wir sind halt alle alt geworden, als wir im Kino waren. Ich bin fix und fertig. Ich bin fix und fertig. Hey, auf mich nachzuahmen. Hey, auf mich nachzuahmen. Warum ahmst du mich nach? Warum ahmst du mich nach? Weil du so ein toller Hecht bist. Hättest du wohl gerne. Tja, da hat Patte ihn wohl geprankt, ne? Hat ihn auch meintet. Wem einem das Gesicht gestohlen wird? Was meinst du, wie sich das anfühlt? Zunächst kitzelt es etwas. Dann ist es plötzlich schwer zu atmen. Und dein Kopf fühlt sich ganz leer an. Und am Schluss fühlst du dich ganz gleich wie eine Wolke im Sommer. Wow. Woher weißt du das? Hab ich mir ausgedacht. War ja klar. Oh, Patte hat auch mal dieses Event.
Es. Warte, kann vor jetzt erklärt. Komm noch klar denken. Oh! Ist das etwa. Yippie, ein gemütlicher Stuhl zum Ausruhen. Nein, das ist ein Kaktus. Ah! Mir hatte die Kaktus-Akupunktur damals gefallen, aber irgendwie alle anderen mögen den Kaktus nicht. Was war das? Das war doch gerade irgendein Geräusch. Ich hab's auch gehört. Es klang wie ein langes, tiefes Knurren. Das war bestimmt ein super gruseliges Monster. Pass bloß auf. Das war mein Magen. Ich hatte heute keine Zeit mehr fürs Frühstück. Oh, schon wieder? Ach, Pade. Ich hatte den besten Traum aller Zeiten letzte Nacht. Ach ja, wovon hast du denn geträumt? Es hat unaufhörlich Gold geregnet, bis ich komplett unter Gold begraben war. Konnte ich überhaupt nicht mehr atmen. Das war schrecklich. Ich will nicht wissen, wie dein zweitbester Traum aussieht. Ich liebe es halt zu sterben. Na, wer hat Lust auf die beste Pferdefliege aller Zeiten? Epona wohl nicht. Ja, hier ein Leckerli. Ja! Schrupp, schrupp, schrubbe die, schrupp, schrupp. Ja! Was mache ich da? Ist es schön, dass ihr alle was gekauft haben wollt, ne? Aber ich kann es mir nicht leisten. Sunny will ein Kleidchen tragen. Okay, Sunny. Ich will ein Bengal-Catsuit und Extras will ein Brot werden. Mann, manche von den Kostümen sind richtig gut. Oh, Extras und Sunny haben einen Streit. Sei ja vorsichtig. Hey, sei du doch vorsichtig. Epona? Epona schmust mit den beiden. Oh. Oh, Epona. Tut mir leid. Epona ist der beste Streitschlichter. Hey, hör mal zu, was ist denn? Ich habe neulich etwas über Shining gehört. Ich habe gehört, er versteckt sich immer, weil ich ihn immer verprügel. Aber dann hat er sich doch nicht versteckt. Was, ist das etwa wirklich wahr? Er scheint so. Das hätte ich ja nie von ihm gedacht. Wie traurig. Danke, dass ihr meine Pein teilt, dass ihr es traurig findet, dass Sunny mich immer verprügelt. Hat er jemand meinen Namen gesagt? Ich finde dieses Bild immer richtig gut. Hm? Oh Gott, jetzt träume ich von allen dreien. Was schon alles in der Welt? Alle drei sind zu Statuen geworden in meinem Traum. Oh. Ich habe schon wieder ein Nickerchen gemacht. Mir passiert das aber auch so oft. Strafendes Licht. Was zum, das ist ein Instakill? Ich mag den Priester. Und Sunnys Waffe wurde gefressen. Muss ich die jetzt neu kaufen? Oh Gott, für Exo so dunkel geworden. Er hat das Licht ausgemacht. Wo sind denn alle hin? Ich glaube, letztes Mal bin ich nach rechts gegangen, ne? Geh mir mal nach links. Aua! Exo ist gegen Sunny gelaufen. Was machen wir alle da? Aber kein Beef. Er macht irgendwas. Ein Pharao. Ein Fluch. Ich bin Pharao. Sunny, was machst du denn? Was ist denn das? Sunny ist zum Pharao geworden. Richtig nice. Ich bin Pharao. Wenn ihr mir gestattet wollt. Er hat ihm eine AP-Banane gegeben. Sunny. Hör auf, dem Boss zu helfen. Geh in die Ruhezone. Puh. Nach einem Kampf bin ich immer ganz durchgeschwitzt. Ich auch. Ein tolles Gefühl, nicht wahr? Nö. Ich liebe es, durchgeschwitzt zu sein, hallo? Ist doch unlogisch, dass er auf einmal hier ist. Ah! Meine Wasserflasche ist leer.
Wer von euch hat mein Wasser gemopst? Was? Ich war's nicht. Ich auch nicht. Hm? Oh, stimmt. Ich hab's ja gestern leer getrunken. Ey, du Flasche! Ja, das klingt nach mir. Hm? Der ist echt hier? Boah, ich liebe sein Theme, ne? Dieses Bom-Bom. Bom-Bom. Jum-Jum-Jum. Ach, du bist es. Hä? Du siehst sehr hungrig aus. Zum Glück haben wir noch einen kleinen Notvorrat. Ich habe Königsfleisch erhalten. Wenn du nicht alles schaffst, sag Bescheid. Danke, Dave. Sorry, Toilettenpause. Kein Problem. Da ist die Prinzessin halt alleine. Ah! Heimanta, Hilfe! Er hilft mir! Im Gegensatz zu Dave. Wollen wir gemeinsam zum Mittagessen? Oh nein, ein Falter! Er hat Pals Essen geklaut. Hier, komm, ich teile mit dir. Ich habe sogar die richtige Frise für den Job, ne? Ich habe lange Haare. Damit passt das. Boah, ist das grün hier. Und es duftet so herrlich. Ach, das ist so erfrischend. Die Sonne ist so angenehm. Ein wahres Sonnenbad. Ah! Wehe, du guckst mir unter den Rock. Dann haben wir beide Stresspall. Was für ein Film sehen wir uns eigentlich an? Ein Krimi. Okay, ich werde schlafen. Mit einem schlauen Detektiv, der die kniffligsten Fälle löst. Gucken wir einen Detektiv Conan-Film? Ich bin wenigstens richtig gekleidet für unser Date, Pal. Ha, plötzlich ergibt alles einen Sinn. Hm, wie meinst du das? Palbanta? Du warst der Täter! Was? Ich? Ich bin ja auf die Schliche gekommen. Du hast mein Sandwich gemopst. Ich finde diese Events manchmal richtig, richtig gut. Der Wind fühlt sich herrlich an. Warte mal, Pal hat eine tiefe Stimme. Oh, kuscheln. Und eingeschlafen. Tolles Event. Bin einfach eingepennt. Oh, ein Zirkus? Nee, ein Stadtfest. Hm, echt jetzt? Wo steckst du, Epona? Ich habe Epona mal kurz entführt. Hast du etwa unser Pferd gesucht? Mal wieder musste ich den Tag retten, Pal. Weil du das Pferd einfach verloren hast. Oh, ich will diesen Vogel mal tanzen sehen. Ich mache jetzt einfach Tänzchen. Ich will ihn tanzen sehen. Ich will wissen, wie der Vogel tanzt. Der twerkt! Ja, twerk für mich! Vor allen Dingen... Wenn der Vogel getroffen wird oder sich aufregt. Ich sag mal nicht, wie das aussieht. Wie? Was fällt dir ein, Pal? Dich einfach hinter einer Prinzessin verstecken. Oder mir dann mit seinem Po ins Gesicht springt. Also wirklich, Pal. Okay, es hat nicht mehr MP verbraucht. Der Vogel hat uns angepupst. Ich helfe dir. Dafür, dass er uns angefurzt hat. Also wirklich. Fesche Fee 1. Nein, ich brauche jetzt nicht drei Feenschwestern, ne? Nein! Wen soll ich denn da jetzt alles hinsetzen?
Ich habe keinen Plan. Obwohl doch, ich habe einen Plan. Dieser Plan ist ultimativ. Wartet. Das will ich euch mal... Ich zeige euch das gleich, was ich vorhabe. Darf ich die Feenschwester vorstellen? Dreimal der alternative Pal. Das sind einfach mal Zwillingsschwestern. Beziehungsweise Trillingsschwestern. Ich habe die Macht. Wir haben dreimal Pal. Oh, mir kommt gerade eine noch viel bessere Idee, ne? Wisst ihr was, Leute? Ihr könnt mich jetzt richtig unkreativ nennen für das, was ich jetzt tun werde. Darf ich vorstellen, das komplette Dorf Sherpa? Ich habe die Macht! Ihr könnt mich so unkreativ wie möglich nennen, ne? Wir haben drei Drillingsschwestern. Also, die wurden als Drillinge geboren. Komplett identisch. Und wir haben ein komplettes Sherpa-Dorf. Das diese Feen dann verehrt. Nennt mich unkreativ, aber ich finde die Idee gut. Hallo Sherpa! Na Sherpa, was geht? Na? Was ist denn los, Sherpa? Na? Warum so ein mürrisch Sherpa? Oh, da liegt der faule Sherpa. Na, Sherpa? Das, daraus mache ich Glip und schick das an Akatari. Und dann bei die selbst. Tomaten, Tomaten, Tomaten sollten nicht fehlen im Garten. Und stolperst du über den Spaten, wird auch dein Gesicht rot wie Tomaten. Da musst du auf den Arzt warten. Doch wenigstens hast du Tomaten. Ich weiß nicht, ob ich beeindruckt oder besorgt sein soll. Okay, Sven mag meinen Gesang nicht. Oh, neue Technik. Blumenduft. Blumenduft. Oh! Das ist ein cooler Heal. Okay, die beiden können jetzt gegenseitig angeben. Bauernhof. Guck mal, Schafe. Och, wie süß. Apropos Schafe. Ja? Wusstest du, dass Wolken aus Schafswolle sind? Hör auf, im Ernst? Guck doch. Und du wolltest mir nicht glauben. Ich sag doch, die sind aus Schafswolle. Glaub mir doch, Sven. Ich habe meine Switch gerade zum dritten Mal umgetreten in diesem einen Stream. Wenn ich dir sage, die bestehen aus Schafswolle, dann bestehen sie aus Schafswolle. Das hier ist also die Zitrushöhle. Wie süß es hier duftet. Oh, schau mal. Das sieht ja lecker aus. Ich habe vergessen mit der tiefen Stimme. Was? Nein, halt! Was denn? Das ist eindeutig Orangensaft. Was ist daran bitte eindeutig? Palwanta nimmt genüsslich eine mysteriöse Flüssigkeit. Palwanta ist verschwunden. Boah, ich bin ja total durchsichtig. Du machst mir Angst. Huch. Palwanta ist wieder normal. Schade. Da hat sich Pal über seine Unsichtbarkeit gefreut. Oh, Pal will mit einem Teddy schießen. Kommst du nicht ohne dein Kuscheltier aus? Oh. Dann kann ich doch nie Nein sagen. Wenn Pal mit einem Teddy rumballern will. Eine Palantula. Der Boss ist richtig nice. Okay. Eine Fächerwelle auf einen Pompom. Weil ich die loswerden will. Aua. Die spuckt Spinnen. Ich hasse Spinnen. Macht sie weg. Oder, sind wie Gift. Sven, du hast doch auch so eine Technik gerade eben zum Angriff bekommen. Aua. Pal.
Ja, dass ich auf dich sauer bin, das hast du auch verdient. Dafür, dass du mich einfach abgeballert hast. Also wirklich, Pall. Okay. Die AP-Bananen sind alle. Erste entspannte Aktion, Schmarotzen. Ich leih mir das mal kurz. Was? AP-Bananen... Er hat sich einfach nur über AP-Banane von Sven gemupst. Du hast gleich Stress mit allen. Der macht echt gut Schaden. Sven hat mit ihm gespielt. Erster Ärger. Stören. Was guckst du mich so an? Ich habe jetzt einfach an ein paar Stellen zugeschlagen. Ach, ich kann trotzdem schießen. Neue Technik. Mietprojektil. Oh, kommt. Und dafür schießt du mich jetzt auch noch. Na gut, hätten wir keinen Beef, ne? Dann hätte ich jetzt ihn. Wie Odin. Was sollte denn das? Erster Ärger. Wütend. Ja, Pai, das hast du dir selbst zuzuschreiben, ne? Ist doch klar, dass ich dafür dann noch wütend auf dich bin. Also wirklich mich einfach als Projektil zu nutzen, um gegen den Feind zu ballern. Endlich! Mirko! Du hast so lange auf dir warten lassen. Na, endlich! Popstar Maxtreme. Bin ich der Letzte? Ja, bist du! Und du bist irre spät dran! Ich heiße Maxtreme. Ich stoße vielleicht etwas spät zum Team. Aber zu spät bin ich generell nie, ehrlich. Du bist spät dran, aber eigentlich bist du nie spät dran? Also wirklich, Mirko, du hast so extrem lange gebraucht. Endlich! Wir sind nun zu viert. Ach, ist das toll. Maxtreme, wurde aber auch langsam Zeit. Echt mal! Tut mir leid, Leute. Was hast du denn die ganze Zeit getrieben? Um ehrlich zu sein, hier gewartet. Was? Ich stand die ganze Zeit hinterm Gasthaus und hab gewartet. Oh. Gewartet und gewartet. Das war so einsam. Nicht doch, alles wird gut. Und deswegen mussten wir jetzt so lange auf dich warten. Schnie. Jetzt haben wir dich ja gefunden, Maxtreme. Zum Wohl! Heute darfst du dir hier was aussuchen. Also, Epona, was hättest du gerne? Oh, mir fällt gerade ein Gimmick auf. Da ist eine starke Arznei von Dragon Quest. Ach, ja, Karotten, die magst du sehr. Epona. Na gut, dann halt noch ein paar Äpfel als Nachtisch. Ja, Mirko, wenn schon das ganze Paket. Oh. Palbanta ist mächtig aufgeregt durch den Pilz. Macht er dadurch jetzt auch irgendwie mehr Schaden oder ist das nur was Optisches? Er verliert die Kontrolle. Er schießt. Und macht 46 Schaden schon so früh? Ich bin schon wieder wütend. Epona nimmt deine Flüssigkeit. Sagt bloß, das schmeckt. Hm. Ich will auch mal. Die gönnen sich. Ich will auch. Erhöht das Herz von mir in Dunkelheit. Oh, jetzt bin ich fertig. Und ich stelle mir kommen bei. Bereit zum Abschuss. Oh nee, jetzt wird Schwert abgeschossen. Erster Ärger. Abgelenkt. Bam. Er hat die Deckung fallen lassen. Schwinden! Luftstoß auf den ersten Troll. Und da geht meine AP-Banane. Meine AP-Banane. Oh, sie führt jemanden in die Irre. Der ist geistesabwesend. Das kommt mir bekannt vor. Na, meine drei Schwestern. Da bist du ja endlich. Ihr seht alle wunderschön aus. Schwestern, seid ihr bereit? Ja. Aber immer doch. Was machen die drei? Halt, tanzt für mich. Los, öffne mein Torball.
Das war wunderschön. Das habe ich mir nach all den vielen Stunden redlich verdient, das mit ansehen zu dürfen. Tomaten, Tomaten, Tomaten. Tomaten, Tomaten, Tomaten. Sollten nicht fehlen im Garten. Ich esse am liebsten die harten. Und ich mag lieber die zarten. Denn Tomatenlieder sind echt die besten. Ich glaube nicht, kann mir je den Spaß an den Tomaten verderben. Ja, das ist mir wohl aufgefallen. Habe ich nicht das Zeug zum Sänger? Ich könnte Mirko von seinem Job ablösen. Nextream, neue Technik. Krächzen. Aua, der hat uns auch wehgetan. Aber wir hassen Mirko wenigstens nicht dafür. Das sind die größten Tomaten, die ich je gesehen habe. Oder wir sind geschrumpft. Ja, genau. Oh Gott, Extreme ist gewachsen. Na, ihr Winzlinge? Ah! Ein paar, nur ein böser Traum. Okay. Sven, was du schon wieder träumst. Heute leiste ich mir was Schönes. Mirko ist übrigens da hinten. Ich habe mein Portemonnaie vergessen. Dumm gelaufen, aber keine Sorge. Ich zahle für dich. Gentleman. Fein, dann hätte ich gerne eine Lupe. Und einen goldenen Ring. Und einen schicken Sportwagen. Oh, mach aber mal halblang. Du wolltest für mich bezahlen, Sven. Jetzt gib mir meinen Sportwagen. Oje. Ich hab mein Portemonnaie vergessen. Und jetzt muss Sven zahlen, oder wie? Der Barista ist auch wütend. Soll ich dir was verraten? Ich auch. Ihr dürft Teller waschen. Vor allem die Musik wurde auch noch ganz bedrohlich. Sie sind versunken im Gespräch. Langsam sollten wir uns auf den Rückweg machen. Oh, wir haben noch gar nichts bestellt. Dieser Shopkeeper auch sauer. Weißt du, bei Wanta macht die Teammitglieder sauer und die beiden machen den Shopkeeper sauber. Sauer. Ich hab Hunger. Oh, er hat Äpfel dabei. Der linke sieht gesünder aus. Aber da kommt Epona. Und frisst einfach die Äpfel weg. Epona, die wollten wir essen. Unsere Snacks. Alle weg. Und wir feiern es trotzdem. Perfekt. Extreme und Co. schnarchen. Warum bin ich Co.? Da ist ein UFO. Nicht die Schafe. Wacht auf! Da war ein UFO! Ich hab ein Event verpasst! Die wacht nicht mal jetzt auf! Dein Po steht in Flammen? Oh, mal was Neues! Warum steht bei Mantas Po in Flammen? Ich war schon darauf vorbereitet, alles zu überspringen! Fängt Balbert das Po auf einmal Feuer. Ah, der Duft des Waldes. Die Luft ist so frisch hier. Ich sollte einen tiefen Zug davon nehmen. Mir ist ein Insekt in die Nase geflogen. Ey, das ist blöd. Ja, ich hasse dieses Gefühl. Ey, das fühle ich mindestens einmal die Woche, dass mir irgend so ein Fliegenvieh entweder ins Auge, ins Ohr oder in die Nase fliegt. Ich hätte gern... Ich will mit Pizzascheiben kämpfen. Ja, bitte. Ich will mit Pizza kämpfen. So,
Hm, frischer Salami unter meiner Nase. Oh Gott, was bist du denn? Eine Furie. Die Furie hat Mixtreme gewonnen. Es gibt noch ein Vieh, das one-hitten kann. Warte mal, eigentlich, ich lasse Mixtreme mal kurz tot sein. Und hoffe einfach mal darauf, dass Sven mal endlich seinen einen Angriff macht. Also seine Wiederbelebung. Zack. Erstmal treten. Hey! Neue Technik! Tau des Lebens! Mach auf, Mixtreme! Sven, ach komm, Sven! Du benutzt eine Wiederbelebung und sie funktioniert nicht? Was bist du denn für ein schlechter Healer? Weißt du, du healst schon so selten. Pal will ein Billardpanzer werden. Nice, Pal. Dürfen wir auf dir spielen? Ich würde gerne eine Runde gegen Sunny spielen, wenn du nichts dagegen hättest. Oder gegen Sven. Oh, wieder ein Schwarz. Passend, weil der hat ja sogar eine Billardkugel, glaube ich, gerade als Waffe, oder? Oh nö, Mixtreme ist müde, ich bin müde. Sven ist müde und Palbanta ist müde. Mixtreme hat uns alle eingeschläfert. Och nö, du erscheinst auch noch standardmäßig. Nein! Palbanta ist tot. Nicht, wenn ich dabei bin. Erster Beistand, Frechen. Rache für Palbanta. Oh, 62 Schaden. Ich bin wütend. Ich hau dir aus dem Maul. Ich schau nochmal drauf. Alter, ich hab den Push. Ach, bin schon wieder Push, weil die mir so furchteinflößend vorkommt. Alter, ich war so wütend auf diese Furie, dass ich sie einfach in Alleingang verkloppt habe. Nein, ich will nicht. Aua. Hallo, auch noch gegen den harten Felsen. Ja, dafür hasse ich dich zurecht. Du kommst nicht in mein Zimmer. Also wirklich, Pal, mich einfach gegen den harten Felsen zu ballern. Darfst du dich nicht wundern, wenn ich dich hasse? Nee, runter vom Pferd mit dir. Aber sofort. Oh, guck mal, die Ebene bei Nacht. Oh, die sieht ja richtig cool aus. Zeit für die Handschell-Herausforderung. Du schaffst das, Mixtreme. Ach nee, Pal hat ja eine tiefe Stimme. Joko, versuch's. Das reicht dann für heute. Palbanta ist enttäuscht. Das Gesicht von Pal. Hilfe! Auf den Brust, bitte, auf den Bauch, bitte! Ja! Der Pal-Frosch mit einem Pal-Gesicht auf dem Bauch, ja! Da mache ich mir gern einen Screenshot. Ja, sie tanzt wieder für mich. Das habe ich mir verdient. Oh Gott, die Arme haben sich gerade gestreckt. Hat's mit? Sind wir nicht begabte Tänzer? Zieh dir mal diese Statue rein. Boah, Muckis bis zum Abwinken. Total cool. Mm. Na, die Ähnlichkeit ist verblüffend, was? Ich glaube, du verwechselst verblüffend mit nicht vorhanden. Mixtreme ist gemein zu mir. Reicht's? Dieselbe Landschaft den ganzen langen Tag. Hm, guck doch nach oben in den Himmel. Stimmt, das könnte klappen. Aber irgendwann habe ich sicher auch genug davon, den Himmel anzustarren.
Ach, keine Sorge. Bevor das passiert, wird dir eh der Nacken wehtun. Du bist echt eine große Hilfe. Ja, bist du wirklich, Paul. Hey, schau mal! Das sind meine Muckis, was? Da sage ich jetzt lieber nichts zu. Hade. Du bist doch eigentlich ein netter Forscher. Vor allen Dingen, die sind beide vom Attribut, glaube ich, nett. Dummdilei. Hat Shining Knoblauch gegessen? Nee, ich hasse Knoblauch. Ob das Gesicht von Akai irgendwo ist? Akaya, das waren noch Zeiten. Wie sah das Gesicht von Akaya eigentlich aus? Ach, was soll's, es fällt mir schon wieder ein, sobald ich es sehe. Ja, sobald ich es sehe, fällt es mir wieder ein. Ich werde kein zeigen, was ich drauf habe. Nee, Ja, ich bin wieder nützlich. Ich bin endlich wieder nützlich. Entschuldigung. Es ist richtig lustig, so mit mehreren durch die Gegend zu ziehen. Das war schon ziemlich trist, als ich ganz allein unterwegs war. Jetzt sind wir ja da. Jetzt können wir lauter Dinge tun, die allein nicht möglich wären. Oh, zum Beispiel, wir können uns gegenseitig helfen. Ja! Und volle Kanne miteinander streiten, bis die Fetzen fliegen. Was? Oder andere als Schäpolos, wenn es brenzlig wird. Okay, Mirko. Warum habe ich dich noch gleich mitgenommen? Das war unser Streitschlichter. Die beiden kochen einen Eintopf. Jetzt müssen wir es nur noch etwas köcheln lassen. Schwingen wir so lange das Tatzbein. Was die beide gesagt haben, passt 1A. Erstens zu ihnen und zu deren Jobs. Sie haben den Topf verbrannt. Das Essen ist angebrannt! Sag mal, wozu hat man einen Koch dabei? Das ist wirklich ein schönes Bild. Dieses Pinseluktus, ein wahres Traum. Ach ja? Ich, der Kunstkenner, sehen so etwas. Kunstkenner wie du, Mixstream? Offensichtlich. Mir gefällt der Rahmen. Warum guckt die so verstohlen? Planen die einen Museumsdiebstahl? Ich muss ja mal was loswerden. Geht um Paddel. Manchmal zieht er seine Klamotten verkehrt herum an. Ist es gerade Mode? Ich finde es total daneben. Die beiden mögen sich absolut nicht. Nur am Streiten, die beiden. Das muss die Burg des dunklen Fürsten sein. Aufzeichnung unserer Freunde. Wir zeigen den dunklen Fürsten, was wir von ihm halten. Ja! Leute, ich habe nicht mal B gedrückt. Die sind von allein so ausgerastet. Hallo, Ben. Er hat hier eigentlich die Heizung aufgedreht. Meine Klamotten sind schon völlig durchgeschwitzt. Vielleicht fühle ich mich besser, wenn ich einfach alles ausziehe. Nein, Ben, tu's nicht! Ist ja auch gerade deine Zukunft. Halt, stopp! Also dann runter mit den Klamotten. Ah, du? Hallo, ich bin's, Bonben. Wir blonden Forscher. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier jemanden treffen würde. Bei unserem Wiedersehen ist hier ein toller Spruch. Geheimwege geht's aufzuspielen, da sie auch zu Schätzen führen. Das hat mein berühmter Forscher gesagt. Also dann, man sieht sich. So wirklich, Ben, mach mir doch nicht einen halben Herzinfarkt. Der große weiße Kai ist fort. Seitdem bin ich ganz niedergeschlagen. Es ist so einsam ohne ihn. Pa, wer braucht den schon? Das ist doch mich. Genau deshalb vermisse ich den großen Weißen. Jetzt habe ich den Dave gedisst. Guck mal, Schafe. Meh. Na, wie klang das? Versuch's mal mehr so. Meh. Das klang ja richtig authentisch. Nice, Paddel. Ich wusste gar nicht, dass du ein halbes Schaf bist. Palbanta! Oh, ein Palbanta-Boss. Studie zu Palbanta! Hahaha.
Ich find's toll, dass Balbat ein Gemäldeboss ist. Oh, das ist echte Kunst. Dave studiert Pal. Wow, das ist echte Kunst. Und schon wieder hat der Palbat studiert. Hört auf, euch das Bild anzugucken. Axolotl, bitte sag mir, du hast ein Bild gemacht, wo sie den angeglotzt haben. Ich wüsste gern, wie diese KI geschrieben ist, dass sie immer diese perfekten Fotos macht. Abgesehen vom Froschboss. Da hätte das Foto besser sein können. So, Dave? Dave möchte eine Monsterkluft. Hat ein Monster gehäutet. Kein Kommentar. Also das muss ich jetzt echt mal loswerden. Wann hat er Kämpfen so eine Eigenart? Er versucht oft heimlich einen fahren zu lassen. Er scheint zu denken, dass das keinem auffällt. Aber solche Kaliber kann doch jeder hören. Endlich! Oh, die große Party ist angesagt. Ist es soweit? Darauf haben alle gewartet. Wir haben ein 10-köpfiges Team. 11-köpfiges Telepod damit. Die Welt liegt uns zu Füßen. Wir können jetzt quasi alles tun. Zum Beispiel nach Hause gehen. Wir können jetzt alle nach Hause gehen. Was? Ja, hinstellen, ohne du ganz flott bist, nach Hause davonlaufen. Hey, gar keine so schlechte Idee. Moment mal, seid ihr noch bei Trost? Naja, der Dunkelfürst, der macht mir schon ein bisschen Angst. Aber sowas von. Richtig viel Angst sogar. Du hast ja keine Ahnung, Shining. Ich hatte ja noch nie geschnappt, Shining. Wenn du wüsstest, wie das ist. Der Dunkelfürst Sol, oh, diese riesigen Hände. Oder diese finstere, fürchterlich heiße Verlies. Albtraummaterial. Warum reden eigentlich nur die drei und die anderen nicht? Ja, aber wenn wir den jungen Fürsten Zoll einfach ignorieren, dann werdet ihr doch erst recht wieder von ihm geschnappt. Uff! Da ist was dran. Na toll. Also schön. Es stimmt, wir sind jetzt ein 10-köpfiges Team. Mit etwas Motivation versorgen wir auch dem dunklen Fürsten das Popöchen. Jawohl! Ich habe Stufe 30 mit dem Pferd erreicht. Ah, Freunde! Was passiert denn da? Ein Kuschelzeug gelernt. Geht's euch beiden eigentlich gut? Erhöht die Chance und den Effekt der Erheilung durchs Kuscheln. Also das hatte ich gerade göttlich. Das Kostümchen sah sogar aus wie ein Kleid. Nur schade, dass Sunny es nicht gekauft hat. Wie üblich. Oh, guck mal, meine Rüstung leuchtet so ein bisschen im Dunkeln. Wer hat das Licht ausgemacht? Wo sind denn alle? Nach links? Hallo, ist da wer? Sunny und Pai, was macht ihr da? Was macht ihr beiden da? Wieder dasselbe schon wieder sagt. Der liest meine Gedanken. Pade versucht einen neuen Look vor dem Pferd. Tada! Pade, was hast du dir dabei gedacht? Immer wieder richtig gut sowas. Ich weiß schon, warum ich das immer drin lasse. Boah, sind das viele. Alles voller Schatzton. Wir haben es geschafft. Jetzt ja erst kommt und so. Das da ist mal dann mal meins und das auch und das da sowieso. Ich glaube, es geht los. Das wird fair aufgeteilt. Und das hier auch noch und das da sieht besonders toll aus und das da ist. Sollen sie hüpfen? Ich bediene mich so lange einfach. Jetzt seht ihr, ich mache es richtig. Die hüpfen rum und ich gönne mir einfach. Ist es soweit? Ich muss es wieder tun. Oh nein. Alles nur das nicht. Oh doch, ich kann mich nicht länger beherrschen. Nein, beherrsch dich! Zu spät! Nichts kann ihn mehr aufhalten!
Den ehrlichen Höschung der heiteren Erholung! Oh Gott, Yannick. Oh, schon besser. Ja, dir geht's vielleicht besser. Mir ist gerade ein bisschen schlecht. Und ich bin verstört. Passt doch. Jetzt geht's in den Zwiebeln an den Kragen. Schneid dich nicht. Der Krieger doch nicht. Verdreh mal echt die Augen. Ah. Huch. Mir kommen gerade auch die Tränen. Oh, was für wunderschöne Bilder. Hier steht, dass wir hier drin still sein sollen. Okay. Schaffen die nicht, oder? Yannick scheint Probleme damit zu haben. Du musst deshalb nicht gleich die Luft anhalten. Dann kriegt er halt nie wieder laut von sich, Sunny. Wo ist das Problem? Die Monster hier sind echt stark. Wir sollten uns leise an ihnen vorbeischleichen. Au, ja! Hey, nicht so laut. Ups, entschuldige. Hat mich so darauf gefreut, leise zu sein. 1:1 ich. Tjalala, wupdiho. Wenn Palbanta singt. Er singt wunderschön. Irgendwie beruhigend. Yannick, er singt dir eins und du schläfst ein. Hat ihn in den Schlaf gesungen. Du hast ja ein Teleskop dabei. Stimmt. Darf ich auch mal durchgucken? Nur zu. Der Mond ist schön, ne? Hui, da ist ja alles stockfinster. Unfassbar, wie dunkel der Nachthimmel sein kann. Die Schutzkappe ist noch vor der Linse. Hi! Vergiss nicht, die Schutzkappe abzunehmen. Jetzt bin ich dran. Oh, guck mal! Palbanta hilft mit einem Tambourin-Solo. Oder übernimmt direkt die ganze Show. Palbanta, du bist noch gar nicht dran! Hat Sunny einfach die Show gestohlen. Jetzt, voila! Oh, das sieht aber lecker aus. Nimm dir ruhig. Dann wollen wir mal. Da fehlen die Tomaten. Palbanta hat es widerwillig runtergewirkt. Das heißt, ich krieg keine 5-Sterne-Bewertung. Nee, Sunny ist nicht so ein Meisterkoch. Dass man eine 5-Sterne-Bewertung geben würde. Hallo, Sunny? Okay, Padde. Ich sehe schon, du willst ein Kleidchen. Das schicke ich dem. Habt ihr etwa geglaubt, ihr würdet euch weggeschlagen? Dunkler Fürst Sol rief einen Schergen herbei. Der hat aber kein Gesicht. Nein! Palbanta wurde das Gesicht geklaut. Gesicht von Palbanta gestört. Für Odin! Oh, noch ein. Na, und wem wird jetzt das Gesicht geklaut? Nein, nicht mir! Nein! Mein Gesicht wurde gestohlen. Geh mal, Tiere, leg los! Bitte, Leute, rettet mein Gesicht. Ja, besiegt! Ich habe ganz vergessen, dass ich eine Pause-Taste habe. Geh mal, Tiere, leg los! Oh nein, ich habe Kopfschmerzen. Oh nein! Oh, ich bin eingeschlafen. Wir haben den Nuckelfürsten besiegt, ja! Ah, guten Morgen, ich bin jetzt wieder wach. Oh, Dominik! Ihr seht mitgenommen aus. Gibt es einen Grund dafür? Ist einfach neben uns geschlafen? Ach, das Problem ist der dunklere Fürst, ja? Ich kann euch helfen. Ich helfe gerne. Passagiere des Flugs. Bitte an Bord.
Weil Yannick klebt hinten am Schweif von dem Drachen. Erster Streit, Keilerei. Was guckst du mich so an? Yannick möchte dich heilen. Mir reicht's. Aber das war eigentlich richtig gut, weil sie denen so richtig gut Schaden gemacht haben, aber die haben sich gegenseitig komplett auf die Fresse gehauen. Und ich finde hier richtig viele gute Screenshots. Er will ein Eiscreme werden. Nicey! Mit einem handlichen Stab. Darf ich die jetzt pieksen? Ich zeige jetzt auf andere Leute. Ich zeige auf dich und auf dich. Ein Notfall! Oh Gott, was ist los? Der Band hat sich eine Erkältung eingefangen. Dafür diese Überdramatik? Okay. Ich liebe den Nachthimmel. Überleg mal, ohne Schwerkraft würde man da glatt reinstürzen. Ciao, Leute. Ich mach einen Abflug. Jetzt übertreibe dich. Aber ich will da hoch, Yannick. So, eine Sternschnuppe. Wenn man eine Sternschnuppe sieht und sich was wünscht, dann geht der Wunsch in Erfüllung. Was hast du dir gewünscht, Heiding? Kekse. Wir wären noch besser mit Yannick befreundet. Oh, der Wunsch geht in Erfüllung. Und was war dein Wunsch, Yannick? Ich wäre gerne noch besser mit Akaya befreundet. Och, jetzt bin ich enttäuscht. Aua, das tut weh, Yannick. Mitten ins Herz. Oh, Shining, sieh mal da am Horizont. Das sind ja verrückte Himmelsfarben. Was zum Geier, sage ich dann nur. Die Frische an den Bäumen sehen aus wie Süßigkeiten. Tatsächlich, wir sollten sich alle abschlecken. Anscheinend kristallisiert da austretende Haar zu Süßigkeiten. Hier würde ich es länger aushalten. Ja, ich auch. Wenn ich all die Süßigkeiten sehe, ich könnte da Jahre verbringen. Ein Toast und ein Nasenläufer. Was macht die Nase da? Sie stretcht sich ein bisschen. Oh, sie ist mir gefallen. Okay, ich hab's mir genug angeguckt. Ich wollte nur gucken, was die komische Nase da macht. Meine Hauptgruppe will Zeug haben, ja. Oh, Sunny wäre ein super Kostüm. Ist das eine Power Rangers-Anspielung? Also, es sieht nice aus. Und Sunny hat sich gegönnt. Für 4000. In Rot. Roter Ranger, Sunny im Einsatz. Und Yannick wäre auch die Superrüstung. Oh, wir kriegen hier die Power Rangers zusammen. So, wir haben schon einen roten, dann würde ich mal sagen, du bist der gelbe Ranger. Hey, hör mal, Epona. Neulich ist mir beim Stellungsmissen etwas ins Heu ins Auge geraten. Da muss ich direkt heulen. Bad-Humor ist wohl nicht so meine Stärke. Ja, Dave, das ist ein Pferd. Erzähl ihm bessere Witze. Halt nicht viel vom Parfüm. Eine fürstliche Portion Erfahrung wäre aber verfügbar. Brauchst du eine Superrobe für mich? Wetten, es wird das MP-Bonbon? Nein, ich krieg zuerst mal eine Superrobe. Okay, damit können wir arbeiten. Nein, ich muss gleich die Farbe ändern. Wir wollen nämlich natürlich eine blaue Robe anhaben. So, jetzt haben wir den blauen, den gelben und den roten Ranger. Jetzt brauchen wir nur noch den schwarzen. Oh, eine Sternschuppe. Sowas wünscht sich bei Banta. Er will auch mit Yannick befreundet sein. Ach, und mit ihm willst du auch. Aber bei mir sagst du, willst mit Akaya besser befreundet sein. Du bist ein dreckiger, Yannick. So, Pal will auch endlich mit Banta in der Superklasse werden. Power Ranger Pal im Einsatz. Ja. Der schwarze Ranger ist angekommen. Wo sind wir? Wir waren doch gerade noch auf freiem Feld. Und jetzt sind wir plötzlich in diesem Wald? Diese Gegend ist wirklich seltsam. Was zum Geier?
Die machen sich auch über die Gegend lustig, wie ich. Och, direkt wieder am Streiten. Wollt ihr uns vereinbaren? Ihr habt euch doch gerade etwas gesagt. Und jetzt hasst ihr euch gegenseitig. Du hast echt die Ruhe weg, Palbanda. Warum das denn? Du nimmst die AP den Bananen des Teams, ohne lange nachzudenken. Heilung hat immer Vorrang. Das macht dir nichts aus, sich hinter Mitkämpfern zu verstecken. Ich will mir ja nicht wehtun. So gelassen wäre ich auch gerne. Aha, Ball. Das merkt man sich. Uff, es ist heiß hier. Erste süße Felder, dann ein kühler Wald. Und jetzt plötzlich diese Wüste. Wieder einmal macht die Gegend ihren Namen. Alle Ehre. Meine Begeisterung für Seltsame hat aber auch so ihre Grenzen. Was kommt als nächstes? Man könnte wenigstens Warnschilder aufstellen. Stimmt. Man könnte ja auch so ein paar Felder hinstellen, so nach dem Motto, Achtung, als nächstes kommt Wüste. Guck mal, die Statue hier. Sieht die nicht aus wie im Extrem? Ich hab's geschafft, ich hab davon einen Screenshot gemacht. Wahnsinn, wie aus dem Gesicht geschnitten. Wie war das schon? Die Statue bin ich. Prinz McStream im Museum. Drei Fragen. Okay, Misa kennen. Frage 1. Hallo, Sunny. Das war easy. Nochmal, Sunny. Sunny. Sunny will ein bisschen Screentime. So, und jetzt nochmal, Sunny. Okay, Sunny wollte wirklich nur ein bisschen Screentime. Das war einfach das komplette Quiz, der Sunny. Das fand ich jetzt gut. Nein, der Hamburger hat Pall gefressen. Hier, Pallbande sofort wieder her. Bam. Ja, endlich macht er das süße Geflüster. Das war ja klar, Palmer hat mir gerade gefuttert. Ihr seht jetzt übrigens mal, dass Sunny scharfe Speise von Luigi kriegt. Komm bitte, Axel, ein richtig geiles Foto. Ich bin Axel, der Wanderfotograf. Bitte, bitte, bitte. Bitte eins vom gefressenen Pal. Ja! Ich will die Technik dahinter verstehen, das ist zu gut. Epona futtert irgendwas. Was mag das nur sein? Die Wunden futtern die Wolken auf. Gleich ist ein Loch. Ist das eine Wolke? Wann kann man die denn essen? Ob die wohl richtig süß und fluffig schmecken? Ja, einmal reinbeißen, dann weißt du's. Hey, Epona, sind Wolken lecker? Darf ich auch mal probieren? Ich sollte auch mal eine probieren. Komm, knabber den Boden an. Mann, Ball. Du hast meine Hoffnung und Träume zerstört. Du solltest in den Boden beißen. Ja, Dave ist gesund. So. Ja, Yannick will was. Er will ein Bizepsschwert. Screenshot direkt gemacht und das geht gleich an Yannick. Bizepsschwert wurde gekauft. Tada, jetzt kann er ihn richtig auf die Mütze geben. Verband ist erschöpft und kommt von beiden Palsen Pfütze gestolpert und Yannick geht einfach weiter. Verband ist wütend auf Yannick. Wie kannst du das auch einfach ignorieren, dass er in eine Pfütze fällt? Das ist mein Job. Letzte Nacht saß ein Insekt auf deiner Backe. Es starrte dir genau zwischen den Augen. Glaub, ich habe es mir echt lange angesehen. Ich habe dieses Vieh nicht aus den Augen gelassen. Nächstes Mal solltest du ein Foto machen. Oh, guck mal, Kai nimmt es richtig positiv aus, dass ein Insekt zwischen seinen Augen die ganze Zeit gesessen hat. Das war sogar mal was Neues. Ich kann nicht mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier so viele Monster begegnen würden. Ha, du bist voll aus Zucker. Du solltest ja mir ein Beispiel nehmen.
Von mir haben die Monster vorhin alle Monster Reis ausgenommen. Du hast ja auch seit 3 Tagen nicht geduscht. Sunny, du weißt, wie die Dusche funktioniert. Ich hab's dir letztens noch beigebracht. Du hast bestimmt ein Foto davon gemacht, wie das Ding die Bananen klaut. Richtig geiles Bild, danke. Hm? Was sehe ich? Um Gottes Willen, die sind alle zur Statue geworden. Ich habe mal wieder aus Versehen ein Nickerchen gemacht. Ich glaube, das ist mir wirklich schon mal passiert, dass ich aus Versehen in letzter Zeit ein Nickerchen gemacht habe. Darf ich dich etwas über Magier fragen? Schieß los! Können wir wirklich auf Besen halten? Nein, Quark. Aber kehren können wir damit sehr gut. Solche Gespräche meine ich. Sowas finde ich gut. Oh Mann. Welcher Sadist hat sich diesen Weg ausgedacht? Oh, neue Technik. Bezirzen. Was machst du? Er hat mich gedopt. Und dafür wird Honey als ein Geschoss missbraucht. Bin ich vollkommen für. Danke, Honey. Ich wollte einen Pebermong futtern. So. Was machen die Geister? Honey ins Gesicht schlagen. Honey ordentlich ins Gesicht schlagen und ihn zu Weinen bringen. Krieg ich wieder ein Uni an den Kloppt ihn dafür einmal. Warte mal, ich muss ihn schnell halten. Na, ich war zu langsam. Ich wollte ihn ganz schnell streuen, aber der gerade die Technik nicht einsetzt. Die ist irre schwach. Lalala, dupdi-dupdi-du. Von wem ist das denn? Von mir natürlich. Ganz schön cool, hm? Das kommt mir aber bekannt vor. Hä, kann gar nicht sein. Das habe ich gerade frei improvisiert. Oh, ich hab's. Das klingt wie, wenn man auf einen Maulwurf tritt. Warum sind wir noch gleich befreundet? Okay, Yannick hasst es, wenn wir singen. Du bist wirklich lässig, Shining. Seht nur her, Leute. Aber ich weiß, was neulich war. Was war denn neulich? Hast du gehört, als du deinen Teddy verloren hast? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Dass er auch noch dasselbe sagt wie ich. Och, war eigentlich nur ein Witz. Seht nur her, Leute. Ich muss ganz schnell ablenken. Das darf keiner erfahren. Oh, das Licht ist aus, Paul. Ja, das Licht ist gemacht. Wo sind alle hin? Links oder rechts? Chat, ihr entscheidet diesmal. Ich lasse euch mal entscheiden. Links oder rechts? Ah, okay. Chat ist für rechts. Super, gegen Yannick gelaufen. Ich und Sunny gucken nur verwirrt und Yannick hat auch mal Kopfschmerzen. Kannst du nicht aufpassen? Sorry. Yannick direkt sauer. Weißt du, was ich an Kriegern am tollsten finde? Was denn? Den Umhang. Boah, der ist auch richtig schick, ne? Kann ich verstehen, mein Umhang ist klasse. Taugt er auch als Wingsuit für Base Jumping? Nochmal auf Deutsch, bitte. Ja, rechts war die richtige Antwort, Chat. Ich liebe es, wenn die sich gegenseitig kloppen. Hier ist langweilig, der perfekte Zeitpunkt für einen neuen Look. Um Gottes Willen. Ich habe Angst. Ich sehe aus wie so ein Anime-Prinz. Klare Freunde. Geht's euch gut, ihr beiden? Krankenbesuch 2 gelernt. Erhöhte Chance. Und der Effekt beschleunigte Heilung in hohe Zone. Genau deswegen mag ich dieses Spiel. Dupdi-dupdi-du. Ah, Yannick singt mal zur Abwechslung. Was für alles in der Welt singst du denn da? Habe ich selbst komponiert. Eine Mischung aus Jazz, Avantgarde, Funk. Was ist Avantgarde, Funk? Google. Okay. Es kombiniert Funk mit irgendeinem Rhythmus aus Rock. Okay.
Okay. Ich habe das halt eben schnell einmal kurz gegoogelt. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Aber ich habe mir die Melodie doch gerade erst ausgedacht. Ah, jetzt fällt es mir ein. So klingt es, wenn man zu kalt duscht. In Zukunft singe ich nur noch, wenn du im Gasthaus bleibst. Ja, ja, nee, geht jetzt mal Flames und die anderen, wenn sie singen, jetzt wirst du mal geflamed. Schnuff, wo bist du hier? Komm doch bitte wieder nach Hause. Ich schätze es doch nicht hier. Huch. Ja, ich krieg einen Oberpaddel, Boss. Ja. Er ist einfach die Schnodderblase von dem Hund. Krieg mich nicht ein. Ihr beide seid jetzt unter. Ja, allein die Gemälde, Boss, die fand ich so awesome. Mega Feuer. Verbrühe mir jetzt hier gerade wirklich so einen armen kleinen und oh, und der zeigt uns nur sein Bäuchlein. Oh. Okay, er greift doch an. Ich hätte mich sonst schlecht gefühlt. Warm und weich, wie ein echter Wauwau. Riecht aber viel besser, das Wuchtbrötchen, das gefällt mir. Das ist ich. Das esse ich weinend. Doch nicht. Ich freue mich, meine Hunde zu essen. Ich als bekannter Hundeschläger. Nein, Leute. Ich schlag meine Hunde nicht. Bevor ihr irgendwer was Falsches denkt. Ich habe noch nie ein Tier geschlagen, wirklich. Das Einzige, was ich mal beim Hund immer mal mache, ist so ganz leicht auf den Bauch klopfen, wie bei einer Trommel, aber der mag das auch. Nom nom. Oh. Unglaublich. Dieses Gericht wurde in nur 3 Minuten zubereitet. Das schmeckt, als wenn es ganz frisch wäre. Dies ist der Inbegriff eines guten Steaks. Ich werde beim Tiefkühlkosten nie wieder die Nase rümpfen. Oh, sei gegrüßt. Ich bin Reisegourmet Sanji. Huch, huch, und macht auch mich ultra glücklich, dass ich einfach einen Teil muss Tiefkühlkosten. Bon Appetit. Endlich versteht mich einer. ja, Pall hat was im Gesicht. Da war ein Fussel auf deiner Schulter, der mich schon die ganze Zeit genervt hat. Oh, danke. Ey, das mache ich manchmal wirklich in Real Life, ne? Wenn ich so sehe, irgendwie hat so 1000 Fussel hinten an seinem Hemd, ne? Ich sammel die alle ab. Und wenn er dann fragt, was zum Geier machst du da, dann sage ich mir ist langweilig, also hol ich die Fussel von dir runter, die mich eh schon die ganze Zeit nerven. Yay, wir haben alle Juwelen für den Himmelsturm gefunden. Yep, Augen, Nase, Mund, alles da. Gut, dann, hey, wie wär's, wenn wir ein paar lustige Gesichter damit basteln? Was? Du kannst doch nicht einfach mit so wichtigen Juwelen herumalbern. Werde fürs Moment-Spielen eignen die sich auch ganz gut. Ja, ihr, seid ihr denn? Nein, was, wenn sie dabei kaputt gehen? Oh, ich hab's. Wer kann sie am häufigsten über Wasser flitschen lassen? Ich glaube, es geht los! War doch nur Spaß. Shining, du lässt dich echt zu leicht veräppeln. Das ist total lustig. Mann! Immer mobben mich alle. Na gut, genug gefoppt. Jetzt kann sie loslegen. Los geht's. Die Party zu bevorstehenden Öffnung des Himmelsturms. Ja! Ich find's traurig, dass immer nur 4 in diesem Bildschirm reden. Ich fänd's lustiger, wenn alle reden. Oh, neue Technik! Tödliches Geflüster. Ich setze es ein. Und das ist sogar ein Gruppenangriff. Weißt du, er setzt es ein und wir sehen die Wirkung nicht. Yannick ist nervös. Guckt euch den Yannick an. Er weiß nicht mehr wohin. Yannick ist anhänglich. Bitte geh nicht. Bin ich gut. Oh, das ist wirklich eine One-Hit-Technik, dieses tödliche Geflüster. Endlich hat es mal was gebracht. Und dann auch noch halt auf alle, ne? Das ist besser als bei dem einen hier. Beim Priester.
Och Mann, Yannick! Jetzt lasst mal den armen Pall in Ruhe, auch wenn es eure Freundschaft steigert. Irgendwas riecht gut. Endlich fällt es dir auf. Ich benutze ein neues Shampoo. Selbstgemacht aus Ziegenmilch, Erdbeeren, Honig und Katzenstreu. Selbstgemacht? Was du alles kannst. Ja. Moment mal, Katzenstreu? Oh nein, mir ist die Geheimzutat rausgerutscht. Verdammt, ich wusste, dass mir diese Geheimzutat rausrutscht. Ich wollte auch, dass niemand weiß, dass ich Katzenstreu nutze. Wo man schon mal Geld ist. Gut, dass ich so viel habe. Ich bin nur zu kacke hinauszufinden. Falls wir ein Melonenpanzer werden. Ich dachte, es kommt nicht gut. Das wäre ein aber es kam noch was Gutes. Du darfst eine Melone werden, weil du darfst. Na, mein Palmanter-Panzer. Komm, das lassen wir in der Originalfarbe. Ihr Unholde. Ja? Ich biete auch gerne den Leuten Streiche, oder? Streiche? Quatsch, wie kommst du denn darauf? Wir müssen uns besser vor Paparazzi schützen. Immer wenn man denkt, man hat schon alles gesehen, wird man eines Besseren belehrt. Akaya wärmt dich auf. Akaya ist eine Statue geworden. War aber irgendwie klar bei der Medusa. Jetzt eine schöne Statue. Neue Technik! Pikante Party! Oh ja, das wollte ich unbedingt mal sehen! Wieso hat das selber gegessen? Ein scharfes Futter, wo die Nase sitzt und dann selber auch noch futtern. Hast du gut gemacht, der Kaya. So kenne ich dich. Die anderen mit in den Untergang ziehen. Hä? Hä? Was ist wohl zu verdenken? Ja toll, jetzt sind die abgelegen und kriegen mehr Schaden. Aber schön, dass die Eulen sowas können. Die Gesichter sind auch super. Ich finde das immer wieder gut. Sorry, aber davon brauche ich einen Screenshot. Das Halle-Skins-Kostüm kann richtig gut geworden werden, also einmal her, bitte. Ja, ewige Freunde. Halber Bildschirm Halle-Skins-Kostüm, ich krieg's trotzdem nicht. Was kommt denn nach endlose Freunde? Jetzt gebt das scheiß Kostüm her! Danke! Geht doch! Und das ist alles für das da! Dani, sei stolz auf dieses Kostüm. Ich habe so lange gebraucht dafür. Wir haben heute richtig viel Zeit. Oh, Pado versucht sich an den neuen Look. Was gibt der uns? Und... Das sieht eigentlich sogar richtig nice aus. Das ist das erste Mal, dass so ein Frisur richtig cool aussieht. Bisher habe ich da immer nur mir gedacht, um Gottes Willen. Grübel, grübel. So sieht es also oberhalb der Wolken aus. Hier oben fühlt man sich ja geradezu allmächtig. Räusper. Preiset mich, ihr Normalsterblichen! Ben, warum sind deine Dialoge immer so merkwürdig? Lang ist her, ich bin Spawn Ben, immer forsch zu forschen bereit. Beeindruckend, dass du es bis hierher geschafft hast. Willst du vielleicht sogar noch weiter nach oben? Aber natürlich. Dann solltest du dich auf diesem Stockwerk genau umsehen. Es lohnt sich. Ganz oben scheint es an diesem Ort nämlich einen Schatz zu geben. Falls ihr ihn finden wollt, solltet ihr euch folgende Worte einprägen. Der Schatz hier oben ist privat, außer du entdeckst den geheimen Pfad. Viel Glück, man sieht sich. Im Ernst, warum hat ein Bomben immer die merkwürdigsten Texte? Weißt du, was mein neuester Vorsatz ist? Ich will alle meine Waffen täglich polieren, damit sie immer schön glänzen. Oh, wow, sehr vorbildlich. Ich habe mir auch was vorgenommen. Ich werde beim Einkaufen nicht mehr anschreiben lassen. Ich bezahle jede Rechnung bis auf das letzte Gold. Anschreiben kann man doch eh nicht. Wenn ich nicht zahlen kann, werde ich nichts kaufen. Ganz einfach. Okay, mach das. Habt ihr schon mal irgendwas auf Rechnung kaufen lassen? Also ich persönlich finde ja, dass es das absolut Quatsch ist, wenn man sich hier irgendwas über Zinsen beispielsweise kauft. Man zahlt im Grunde einfach wesentlich mehr, als man eigentlich ausgeben wollte.
Lustige Klänge. Ich fange an zu tanzen. Die hat mich zum Tanzen gezwungen, die Spinne. Ich tänze immer noch weiter. Hier tänze ich nicht mehr, aber ich gucke komisch. Sag mal, wie bist du überhaupt zum dunklen Fürsten geworden? Oh, ich rede mal endlich wieder mit Zoll. Ah, das ist eine lange Geschichte. Ich arbeitete in einer gelben Bananenfabrik. Dort habe ich jeden Tag körperweise AP-Bananen hergestellt. Aber irgendwann kam mir Zweifel, dass ich das noch lang machen möchte. War das wirklich das Leben, das ich wollte? Und kaum war mir dieser Gedanke gekommen, da hörte ich eine Stimme. Möchtest du Großes vollbringen? Fragte sie. Ich kann dir unermessliche Macht verleihen. Die Verbrecherungen dieser Stimme waren so verlockend, und so habe ich sie geöffnet, die verbotene Schachtel. Dieser Schwarze flog heraus, und der griff Besitz von mir. Es war der dunkle Fluch. Er übernahm meinen Körper und verwandelte mich. Und so wurde ich der dunkle Fürst. Hörst du mir überhaupt noch zu? Was? Klar, Verwandtenfabrik. Furchtbar. Übrigens, wer ist die Person, von der dunkle Fluch nun Besitz ergriffen hat? Der große weiße Kai. Mein Mentor. Oh nein, nicht er. Doch, genau, er. Er war schon immer der Böse. Nein, ich will ihn retten. Meine Güte, ich könnte an Ort und Stelle einschlafen. Ich habe letzte Nacht kein Auge zugetan. Mir ging einfach so viel durch den Kopf. Und deswegen bin ich jetzt todmüde. Yannick, hörst du mir überhaupt zu? Das heißt wohl nein. Als ich rede, darüber einzuschlafen, Yannick hat es schon längst getan. Er ist mir weit voraus. Ach, Sunny mal wieder. Immer ist der im Dunkeln. Passt aber auch zum Unhold. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Der hatte ja vor einer Woche wirklich Geburtstag. Also zum Stand des Streams. Ich klär mal kurz auf, für YouTube 30.05. stream ich gerade und der hatte genau vor einer Woche Geburtstag. Die Frage war berechtigt, war heute überhaupt mein Geburtstag? Wir stehen kurz vor der letzten Schlacht. Gibt's irgendwas, was du vorher noch tun wolltest, Sunny? Oder irgendwas, das du noch loswerden willst? Shining? Um ehrlich zu sein. Nein, lieber nicht. Na, jetzt hast du mich voll neugierig gemacht. Bring mir jetzt erst unser Abenteuer zu Ende. Dann sage ich es dir. Sunny. Na gut. Ein Grund mehr, diesen Kampf nicht zu verlieren. Genau, nur deswegen will ich diesen Kampf jetzt gewinnen. Nur deswegen und aus keinem anderen Grund. Um uns herum der schaurige Anblick der Anderwelt. Das soll uns nicht daran hindern, heute Nacht gehörig zu feiern. Damit neigt sich diese Reise auch bald dem Ende zu, was? Oh, stimmt. Moment mal, danach ist alles vorbei. Ich dachte schon, wir besiegen heute den dunkleren Fürsten. Und dadurch bringen wir Mitopia endlich den Frieden zurück. Ja, und dann ist Schluss mit Reisen. Was? Das ist aber doof. Ich will weiter mit euch abhängen. Exe und beschweren enttäuscht. Ich auch. Hey, Shining. Was wirst du denn tun, wenn all das hier vorbei ist? Hä? Da fragst du mich was. Heben uns das Thema für später auf. Stimmt, im Moment haben wir andere Sorgen. Bereiten wir uns vor auf die finale Schlacht mit dem dunkleren Fürsten Kai. Genau, zeigen wir es dem dunklen Fürsten. Darauf sollten wir anstoßen. Auf das Mitopia wieder friedlich und damit stinklangweilig werde. Stimmt, Frieden ist irgendwo dann auch stinklangweilig. Kann man sich nicht mehr zoffen. Er feuert einen Laser ab. Jetzt was hat gealtert. Yannick ist ein alter Mann geworden. Ja, ich wäre sogar wieder jung. Ja, dadurch macht er auch viel weniger Schaden. Das ist richtig witzig. Ja, die Aliens können doch was. Muss nicht mehr enttäuscht von den Aliens sein. Bitte nochmal den Laser abfeuern. Ja, sogar wieder jung. Ich hätte gerne so eine alter Mann-Aktion dadurch auch noch gehabt. Ach, jetzt ist er wieder normal. Schade. Wahaha!
Das wurde aber auch Zeit. Ich habe mich zuletzt fast zu Tode gelangweilt. Lass den großen Weisen in Ruhe! Gib uns Kai zurück! Mit den großen Weisen zurück? Dann komm und hol ihn dir! Um Gott, er absorbiert die Gesichter. Was für eine epische Musik. Okay, eine riesige Hand. Eine riesige Hand mit Stab, okay. Und Kai? Er ist eine Sonne. Ja genau, Kai ist meine Sonne. Das passt. Dunklerer Fürst Kai. Nur klingt meine neue Form, oder? Führst du diese unbändige, überwältigende Kraft? Dann ist es Zeit für den entscheidenden Kampf. Ui, was mache ich eigentlich hier? Halt ein! Der dunklere Fürst Kai ist zu stark. Wir kämpfen ihn nicht ohne alle 10 Mitglieder deines Teams. Es müssen alle kämpfen? Gut, dass ich die gelevelt habe. Der alles entscheidende Kampf steht also an. Gewonnen! Die Nice könnt ihr 4 erledigen. Darf ich meine Steuer jetzt wieder benutzen? Weil beim zweiten Kampf durfte ich sie nicht nutzen. Die Sonne geht auf. Damit hättet ihr wohl nicht gerechnet, was? Jetzt lernt ihr den wahren, dunkleren Fürsten kennen. Und zwar so richtig! Nein, nicht meine Freunde! Nein! Kai rascht es ja richtig aus. Kai weiß, wie man das Leben zur Hölle macht. Wir müssen unsere Freunde retten, Leute! Endlich ist es soweit! Unser letzter Kampf! Nur eines zählt! Wir müssen gewinnen! Ach nö, nicht schon wieder! Nein! Diesmal nicht! Nimm das hier! Hör zu, dunkler Fluch! Versuch gar nicht erst dich zu bewegen! Es wird dir... es wird nicht gehen! Shining, ich bin dir sehr dankbar, dass du mich gerettet hast. Nun würde ich dir gerne etwas erzählen. Es geht darum, wie der dunkle Fluch entstand. Geschichtenstunde. Die Geschichte beginnt vor langer, langer Zeit. Sie beginnt mit einem ganz normalen Sterblichen. Dieser Sterbliche war sehr traurig und einsam. Warum nimmt mich niemand wahr? Hallo, bin ich unsichtbar? Es liegt wohl an meinem Gesicht. Es ist langweilig. Ich hasse mein Gesicht. Und er warf es weg. Wie wirft man sein eigenes Gesicht weg? Aber wie konnte er ohne Gesicht weiterhin existieren? Es dauerte nicht lang, da verschwand auch der Körper. Zurück blieb eine Seele voller Hass, Boshaftigkeit und Neid. Okay. Und das ist dann der dunkle Fluch geworden. Der Schatten dieser Seele wurde zum dunklen Fluch. Somit stellt sich jetzt die Frage, Shining. Was sollen wir mit dem dunklen Fluch tun? Den Fluch brechen? Ihn retten! Ich würde sagen, wir retten ihn. Du bist sehr gütig, das zeigt sich immer wieder.
Dann musst du ihm mein Gesicht geben. Aber das sollte ja kein Problem für dich sein. Absolut nicht. So, welches Gesicht gebe ich ihm jetzt? Wisst ihr was, Leute? Ich gebe ihm jetzt das schönste, freundlichste und sympathischste Gesicht, was mir einfällt. Das hat mir anderes erwartet. Dunkler Fluch Shining! Na, mein Zwillingsbruder? Das ist mein alternatives Ich. Ich bin der dunkle Fluch von Anfang an gewesen, Leute. Was ist los? Wie? Oh, mein Gesicht! Du hast mich gerettet. Ich vielen Dank. Um den Rest kann ich mich kümmern. Bitte überlass das mir. Dieser Kerl hier soll mit mir reisen und seine Missetaten wieder gut machen. Also dann, Shining. Welchen meinst du? Zeit, sich voneinander zu verabschieden. Na, mein Hübscher. Ciao. Vielen Dank für alles. War doch klar, dass ich irgendwie so einen Joke bringe. Hohoho! Gut gemacht, Shining. Die Monster werden jetzt verschwinden. Alle geklauten Gesichter werden ihren Besitzern zurückgegeben. Du hast Miitopia gerettet. Leute, guckt euch das an. Die stärkste Party, die es je gegeben hat. Und wir haben die Welt gerettet. Stimmt mir, ich konnte gar nicht auswählen, bei wem Epone dabei ist. Shining und Co. Och, wie abwertend. Ihr seid die Retter von Miitopia. Ich bin euch zutiefst zu Dank verpflichtet. Hohohoho. Ja, die Gesichter kehren zurück. Das ist eine schöne Musik. Und so kehrten Ruhe und Frieden nach Miitopia zurück. Glückwunsch! Wir gar nicht wissen, wie viele Stunden das gedauert haben. Es spielten! Oh, da ist der König! Hä? Wo ist dein Essen hin? Um Gottes Willen! Wir können ja dem König einfach sein Essen klauen! Das wird mir mit Kerker bestraft! König Rafe! Oh, Feidi! Feidi und Svens Hochzeit! Ja! Ah, darauf haben wir doch alle gewartet. Ja, Feidi? Ja, jetzt bist du glücklich, ne? Du und Sven konntet endlich heiraten. Und da hat uns Sven noch was zugezwinkert. Ja, und Schmirko ist traurig, dass er jetzt Sven nicht bekommen hat. Komm, lass uns einen Stream zusammen machen, na. Gadari und Schmirko. Ah, also ich muss schon sagen, das war ein richtig geiles Projekt. Ich habe bei keinem Projekt so viel gelacht wie bei Miitopia. Die drei Feenschwestern, Pall, Pall und Pall. Ah, der dunkle Fürst. Der dann der Enddunkelte Fürst Sol wurde. Eine Seele, die auf meinem Kanal eigentlich keiner mehr kennen kann. Oh, armer Hund. Ja, sie haben ihm geholfen. Ja, da ist der neue Shining. Der dunkle Fluch Shining. Und Kai. Oh, wiedergeborener Shining. Das ist halt ein richtig hübsches Face, ne? Oh, und da ist nochmal die coolste Party aller Zeiten. Oh, und Axolotl macht nochmal ein Foto von uns.
Ey, das ist ein cooles Foto. Das nehme ich eventuell für Discord demnächst. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Miitopia Best of gefallen. Es war auf jeden Fall ein sehr schönes Projekt. Ich wollte unbedingt zu diesem Projekt noch ein Best of machen, weil es einfach das lustigste Projekt war, das ich bisher hatte. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Auf dem Bildschirm hier links neben mir könnt ihr die Playlist zu den ganzen Miitopia-Videos finden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.